Der steht da. Oh, oh, oh Gott. Ah, what the fuck? Das muss ich auf jeden Fall fürs Intro schneiden. Oh, puh. Ja. Hier ist es gar nicht so schlimm, muss ich sagen. 3, 2, 1. Hey, ho Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Super Jump mit dem neuen PC. Ihr seht schon, epischer Shader des Todes und es läuft richtig geil hier. Dann würde ich auch mal sagen, wir gehen hier zu Super Jump und ja, in dem Video wollte ich halt einfach mal ein bisschen den PC vorstellen. Welche Map gehen wir? Ich wäre dafür, dass wir ja, welche. Hier Thanksgiving. Gut. Hier geht sogar gleich los, das ist schön. Ich habe jetzt schöne 60 FPS hier wunderschön mit dem Super Ultra Shader des Todes. Und jetzt habe ich die Seite erwischt, die ich nicht spielen will, aber egal. Ja. Also, ich wollte halt mal ein bisschen was über den PC sagen. Da ist jetzt endlich da. Ich war dabei, wie er zusammengebaut wurde. Und ja, jetzt würde ich gerne mal ein bisschen die Teile erklären. Also der Prozessor. Da werden sich jetzt wieder denken, boah, der ist ja urscheiße, dieser Prozessor. Der ist überhaupt nicht für Gaming geeignet, weil das irgendwie allen Leuten eingetrichtert wird. Ich weiß auch nicht wieso. Ein AMD 6-Kern, also ein FX 6300. Mit 6x3,5 GHz. Und der läuft schön. Er wird nur ein bisschen heiß, aber der läuft schön. Und als Grafikkarte dann eine GTX 760 mit 2 GB GDDR5 von EVGA. Da war sogar ein schönes Poster und Sticker und ich weiß nicht was dabei. Auf jeden Fall geil. Geil, schön viele Werbegeschenke. Oh Gott, ich glaube ich hole mir hier nochmal Anlauf. Weil diesen Sprung verdattel ich. Das war klar. Ja, ich bin ein bisschen aus der Übung und vor allem mit dem neuen PC hier habe ich eine hässliche Tastatur. Und ja, die Tastatur ist halt nicht ganz so schön, wie ich es wollen würde. Deswegen hole ich mir auch bald eine Gaming-Tastatur. Die jetzige ist von Fujitsu. Ja, man hört schon, das ist Made in China Müll. Oder vielleicht auch Japan, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall Fujitsu. Vielleicht kennt ihr das ja. Aber was war denn das gerade eben? Ja. Und denn so, dann kommen wir mal zum Mainboard. Das ist ein... Ich bin gerade so verpeilt, ich kann mich überhaupt nicht auf beides gleichzeitig konzentrieren. Das ist ein ASRock 970 Extreme. Soweit ich das jetzt hier weiß, neben mir steht gerade die Verpackung. Soweit man das da ablesen kann. Das Netzteil ist ein Silverstone Strider Plus 500 Watt Netzteil. Ja, jetzt denken sich Leute, 500 wird jetzt hier total wenig. Ist es aber nicht. Damit kann man ganz gut meine Grafikkarte und den Prozessor betreiben und es bleibt sogar noch viel übrig. Und ja, es geht gut. Und ja, was habe ich sonst noch? Puh, die Höhe, das Gehäuse weiß ich leider nicht. Dann die Dingsrahmen weiß ich auch nicht. Also sind 8 GB dann. Aber halt, ja, das weiß ich halt noch nicht so präzise, sagen wir mal so. Also da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich werde wahrscheinlich auch den Kühler dann aufrüsten. Wie lange ist denn die Aufnahme? Ja, okay. Da kann ich dann auf jeden Fall jetzt noch eine Runde dranhängen. Was macht der da drüben eigentlich? Ja, okay. GG. Dann, ja, das werde ich dann noch aufrüsten. Dann wird er noch runterlaufen. Auf jeden Fall, jetzt läuft er schon richtig schön. Ja, dieser Shader. Ich kann hier alle Shader hier laufen mit 100 plus FPS ohne Aufnahme und mit Aufnahme 60 bis minimal 30. Jetzt gerade sind es nur 30. Ja, das ist wegen den vielen Spielern. Dann gehen wir hier wieder zu Super Jump. Wo kann man denn hier reingehen? Halloween? Nee. Nee, ich bin hier gerade so für Arena. Okay, machen wir mal das. Ah, da sind die FPS richtig geil. 60, 60, 80, 90. So richtig schön halt. Und den Shader liebe ich einfach. Ich habe einfach mal alle Shader durchprobiert. Und der ist eindeutig der schönste. Der mit den Wolken ist mir ein bisschen zu düster im Gegensatz zu dem. Die sind sich sehr ähnlich. Aber der ist mir ein bisschen zu düster.
Und daher habe ich dann den hier genommen. Rudo Plays läuft auch mit ohne Aufnahme mit fast 200 FPS. Das ist richtig schön. Und oh nice, wie ich gerade hier einfach Dead Skills, Leute, Dead Skills. GG. GG, du sweeter Boy, wo ist denn der? Ja, keine Ahnung. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr happy über den neuen PC. Den gehen wir gleich wieder in Super Jump. Ja. So, wo gehen wir rein? Wo gehen wir rein? Wo gehen wir rein? Ich bin für Ocean. Ocean. Please. So. Ocean, Ocean, Ocean. Bitte kommt Ocean. Ich glaube sogar. Oh, lol. Ja, das läuft 80 FPS, 60. Das ist so richtig schön hier. Vor allem diese Wasserspiegelungen und alles. Der Shader ist einfach geil. Das ist V10.1. Der V10.1 ohne Wolken. Der geht richtig ab hier auf meinem PC. Und ja, falls ihr einen guten PC habt, dann holt euch den Shader auf jeden Fall. Aber ich bin hier gerade so richtig hart am Fehlen. Ich bin hier hart am Fehlen, wie ich schon gesagt habe. Na, Dead Skills, Leute. Dead Skills. Eher nicht Dead Skills, sondern No Skills. So. Ah, das ist richtig schlimm. Auf jeden Fall ist der PC richtig geil. Er geht richtig schön ab. Und ja, das Rennen geht auch deutlich schneller. Zum Rendern brauche ich weniger Minuten, als das Video lang ist. Das heißt, wenn ich ein 10 Minuten Video habe, brauche ich ungefähr 9 Minuten zum Rendern. Das ist richtig schön hier. Und den Prozessor kann man dann auch nochmal aufrüsten. Ja, GG. Und wenn man den aufgerüstet hat, dann geht er generell ab mit 8 Kernen. Es gibt sogar einen einzigen 9 Kern von AMD. Und vielleicht in ein paar Jahren dann auch mal einen, weiß nicht was, Kern, 11 Kern. Der geht dann ab zu Tode, weil der hat jetzt hier mit Aufnahme 30% CPU-Auslastung. Das ist krass, Leute. Das ist krass. Das kann man gar nicht richtig aufbrauchen, kommt mir irgendwie vor. Und ja, das ist richtig schlimm. Dann hier gleich mal Super Jump. Und zwar wollte das auch jemand, ich glaube Magda oder so, wollte Super Jump unter dem letzten Video. Das habe ich auch gleich gemacht. Habe ich mir gedacht, das vereine ich hier. Ich habe hier auf das Falsche geklickt. Facepalm. Gesichtspalme. Denn gehen wir in Red Grove. Red Grove. Please. Herzchen. Ja. Dann wäre ich auch mal dafür, wir können auch mal Shader wechseln. Nur damit ihr mal seht, hier der Shader, der geht übelst ab. Mit dem habe ich, naja, 60 FPS, da fangen sich wieder. Aber ohne Aufnahme habe ich mit dem 500. Das ist so richtig krass. Was haben wir dann hier noch? Hier Clouds. Halleluja. Der geht auch ab und ja, ich finde ihn halt nicht ganz so schön. Dann hier mein Lieblingsshader, der ist voll geil und so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ach, der Shader. Der Shader. Der, und zwar verbiegt er die Welt so ganz beliebig. Ich werde das nachher vielleicht nochmal kurz demonstrieren. Jetzt war das ein bisschen blöde. Aus welchen Shader habe ich ihn jetzt eigentlich drin? Ich weiß es gar nicht. Oh Gott, Leute, ich habe jetzt so übelst. Ja, GG. Visioncraft mache ich rein. So. Das passt schon so. Und dann. Ja, was ich euch eben zeigen wollte. Der epische Shader des Todes hier. Der hat auf dem alten gar nicht funktioniert. Das sieht so krass aus. Und die ganzen Leute schweben, weil das ist total verbuggt mit dem Shader. Ihr seht das ja. Die ganzen Leute hier schweben in Anführungszeichen. Sie stehen ganz normal. Aber mit dem werde ich jetzt eine einzige Runde nur, das sieht so krass aus, spielen. Und zwar auf. Nein. Irgendwas, das muss irgendwas ganz Leichtes sein. Hier nehmen wir Panda. Oh Gott, weil der Shader. Oh! Oh! Oh Gott! Ah, what the fuck? Das muss ich auf jeden Fall fürs Intro schneiden. Oh! Puh. Ja. Hier ist es gar nicht so schlimm, muss ich sagen. 3, 2, 1. Los. Hier ist es gar nicht so schlimm mit dem. Aber das laggt wie. Ja, ich glaube. Ich mache hier, der wird jetzt sowieso gewinnen, wenn ich jetzt Shader wechsle. Den
Motion Blur Only Shader rein. Der ist auch richtig schön. Hier, das ist jetzt irgendwie fast schon ein Shader Review, kommt mir hier heute vor. Oh, der. Ich glaube, ich besiegt ihn, oder? Der hat schon mehr Feld als ich. Naja, ich bin auch eine Zeit lang rumgestanden. Was? Oh Gott, habt ihr das gerade gesehen? Ich bin einfach direkt vom Ziel verrückt. Okay, das regt mich gerade ein klein wenig auf, aber das meistern wir schon hier, meine lieben Leute. Und Leute, wir meistern das schon. Und nein. Nein! Nein! Okay, das ist. Okay, so. Sowas passiert echt nur mir. Ja. Das ist böse gewesen von diesem Typen, der. Aber da. Ja, das muss man halt mal einsehen. Ja, das Video ist jetzt auch schon zu Ende. Das ist jetzt 10 geile Minuten lang. Mit epischem Shader des Todes. Guckt euch diesen Kack-Shader an. Er ist so wunderschön. Ja, er ist einfach ultra geil. Super geil. Oh ja, yeah, super geil. Er ist super geil, der Shader und der PC auch. Ja. Oh ja, super geil. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann auch schon für diesen Part von Super Jump. Und ja, es war eher eine Art PC-Video-Dingsbums. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Bla 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 bla. Und bye.